Reckon. How did he die? I had to kill him. It was too late. He turned. I had no choice, I swear. Look, he was my friend, too. He was the best one I had here. I know. He frustrated the shit out of me sometimes. I loved him like he was my own kin. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him with those explosives. God, maybe if I didn't leave him there, he'd still be alive. I don't know. Jade! Jade! Wait! Jade, goddammit! Just give her time. She needs to grieve. Jesus! What? Shit! Get down there! We can't let him take it! Ja gut, es ist gerade Nacht, das ist wunderbar. Was ist überhaupt gerade los? Oh, shit, son. Wow. Okay. Everything goes to shit. Und die Framerate ist auch gerade extrem sexy. Defend Dr. Zara and his lab. Okay. Also hier bin ich. Ah ja, okay. Jetzt ist mir alles klar. Aha! Ah! Okay, Nummer 1. Night is coming, ja, das ist wunderbar. Oh, shit! Okay, die haben Waffen, das ist natürlich von Nachteil. Damit komme ich klar. Na, vielleicht auch nicht. Na, besser als mit Schusswaffen auf jeden Fall. Heal up, thanks. So, das sollte schon mal helfen. Bitteschön. Ah, ja, Moment, das war der falsche. Ich treffe ihn doch die ganze Zeit schon, hallo? Was ist das hier? Okay. Okay, Son. Okay, wo haben wir hier Blueprints für nicht der Root Sandstorm, sondern für Molotovs. Hier haben wir sie. Ich dachte, ich hätte ein paar mehr als einen, aber anscheinend nicht. Machen wir direkt noch ein paar. Weil ich glaube, Molotovs sind gegen die Kollegen ganz gut. Weil die scheinen sich da irgendwie nicht so wirklich zu wissen, wie man sich dagegen wehrt. Medkits auf jeden Fall auch, weil ich glaube, die gehen uns langsam aus. Wir können uns 27 Lockpicks machen. Und Quantity ist, glaube ich, für jeden Einzelnen ist 5, also... Naja, okay, noch Metal Parts, dann ist es klar. Ja, ich glaube, wir haben schon so irgendwie an die 70 oder so, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Also brauchen wir eigentlich nicht so viele. So. Gut, die Kollegen hätten wir. Dann haben wir nur noch zwei. Ich meine, einer davon hat eine Rifle.
Ah ne, nur noch einer. Das da draußen ist, glaube ich, ein Volatile. Nicht Volatile, sondern einfach ein Sambo. Hallo, der Herr? Bitte beachte er mich? Naja, nicht unbedingt eigentlich. Wenn er, vor allem, wenn man bedenkt, dass er eine fucking Rifle hat. Nein! Ich war doch gerade am Healen. Shit. Ah gut, das Ganze findet gerade übrigens während der Nacht statt. Das heißt, es sollte eigentlich Bonus-XP geben. Normalerweise. Okay, alle anderen sind down, glaube ich. Ja, okay. Nein, okay, das ist anständig. Whoop. Whoop. Pika fucking Boo, boy. Geh in die Spike Traps da. Da gehörst du nämlich rein. Oh, ja. Okay, geheilt. Wunderbar. Okay, er ist blöd genug, um da reinzurennen. Sehr schön. Habe ich seine Rifle jetzt? Das wäre natürlich Zucker. Aber ich sehe die Rifle leider nirgends. Na, es wäre ja zu schön, um wahr zu sein. God damn! Okay, find Dr. Zare. Hoffen wir mal, dass er genau da ist, wo wir ihn vermuten. Was der? There is no one inside. They took Zare and drove away. Okay. Haben wir einen Marker dafür jetzt? Nope. Okay. Shit, Brecken. Zara's been kidnapped. His trailer's on fire. God damn it! You see what happens when you fuck with Bryce? You should never have hit Asko. Some of our people spotted a big knot of bandits heading back to Bryce's garrison. That's gotta be where they took Zara. You go there, you find him, and you bring him back alive. You hear me? Come here. Yes. Okay, also das ist keine Safe Zone mehr, so wie es aussieht. New Outfit unlocked, Survivor. Ah. Durch das Level Up jetzt anscheinend. No. Get wrecked. Okay, tschüss. Das sind wir ja doch langsam... No, 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 no. Keiner von denen. Kein Bock auf euch. Fuck off! Truth! Oh no. Oh Gott, das gibt Agility Points auf jeden Fall. Up the ass! Mach hin, Crane! Muss der Eingang. Ich brauche einen Eingang. Das ist ein Eingang. Yes. Give me them points. Also gar nicht so viele. Lass mal sehen. Warte mal hier. Booster XL, Longer Lasting Effects. Okay, das ist verständlich. Learn how to use dead bodies to camouflage. Ah, das ging natürlich auch nicht schlecht. So Walking Dead mäßig eben. Ich glaube, Shields sind, glaube ich, ganz useful. Machen wir das als nächstes. Oh, vom Stash können wir das auswählen, okay. Also, wir haben fast ein Level Up und ich glaube, wenn wir nochmal einen Chase hier irgendwie bekommen oder einen Pursuit... Oder generell uns einfach in der Nacht ein bisschen bewegen. Ich glaube, dann kriegen wir nochmal ein bisschen schön Bonuspunkte. Vielleicht können wir sogar nochmal ein Level aufsteigen.
Deswegen werde ich... Ja, okay, wir haben sowieso überall in den Survivor oder Safe Houses haben wir ja sowieso einen Player Stash. Von daher können wir uns zumindest schon mal in die Nähe... Was haben wir denn da hinten überhaupt? Holy Year Tunnel, okay. Zumindest schon mal in die Nähe von Dr. Zero bewegen. In die Nähe, in eins von den Safe Houses zumindest. Machst du mal keinen Stress zur Abwechslung? Ja, okay, dann machen wir die Quest halt noch. Mein Gott, eigentlich wollte ich jetzt nur in die Safe Zone und dann hier das Ganze beenden. Hey, Friend. Over here. Oh. 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 Oh, ich bin intrigued. Hallo, der Herr. Das sind ja ganz interessante Angebote, die Sie mir hier unterwerfen können. Gib dir diese Pistole. Und dann gibst du mir diese Pistole. Was hältst du davon? Das ist doch super. Und ein Bow? Ich mag es, den Bogen zu überspannen. Gehen wir mal zwei. Oh yes. Das ist... Ich danke. Wie Kobe Bryant. Das ist interessant. Okay, lass mich mal direkt mal hier equippen. Man muss ja wissen, ob es das Ganze auch wert war. Scheiß auf den Baseball-Bat. Und scheiß auf die Nacht vor allem. Explorer. Ah, ja, okay, da haben wir das Shield. Sehr gut. Okay, jetzt ist es eventuell Zeit für Dr. Zere. Jetzt wäre mir eventuell sogar was wert. 8 Bullets leider nur. Anscheinend können wir uns keine von denen kaufen. Und Quantity ist anscheinend 15 für jeden Pfeil, den wir kaufen. Okay, aber Pfeil und Bogen. Die Frage ist halt nur, ist es so ein bisschen Elder Scrolls Oblivion-mäßig aufgebaut, dass man random-mäßig wieder Pfeile aus den Leibern der Gegner rausziehen kann? Sprich, Retrievable Ammo, wie es im Neudeutsch so schön heißt. Ich hoffe mal schon. Würde ja auch Sinn machen. Sagt wer? Ups. Hoch da jetzt. Cranny Boy. Manchmal muss man einfach nur wollen, Crane. Genau. An der Safe Zone hier. Erklärt, warum ich meinen Pfeil und Bogen nicht zücken konnte. Ich will wissen, von wo die Ansprache kam, weil der Ort scheint noch ein bisschen weiter entfernt zu sein. Mach mal hier schön die Zwille zu, mein Freund. Ich bin auf dem Weg. Ist ja nicht so, dass ich Sightseeing machen würde oder so. Aber ich meine, man muss sich ja ordentlich vorbereiten. Wenn die Kollegen da bis an die Zähne bewaffnet sind, will ich da nicht unbedingt mit einem Bogen, 30 Pfeilen
Und mit, keine Ahnung, wie viel waren es? 9 Bullets oder so in der German 9mm, 8 Bullets in der 9mm German Pistol irgendwie vorbeilaufen. Da gehe ich ja kaputt. Und das wollen wir ja nicht. Dann haben wir genauso viel erreicht wie vorher. Ach, leck mich, Mann! Langsam mache ich euch echt nicht mehr. Wenn ihr diese Scheiße hier nochmal fabriziert. Die haben mir echt mittlerweile so einen Fetisch entwickelt, habe ich so das Gefühl, für blöd auf mich zurennen. Um mich dann kurz nochmal in ihrem Inneren schnuppern zu lassen. Stehe ich nicht drauf, sorry. Nicht bei euch. Ich weiß, es ist hart, aber... Das Gebäck, das man am Weihnachten backt und dann das ganze Weihnachten lang nicht isst, ist auch hart. Muss man auch mal so sehen. Und direkt, direkt in die Höhle des Löwen. Fuck off! Juhu! The garrison shut down. The doors are sealed off. I don't think I can get in. Find another way in then. Check the back, but don't take any stupid chances.